Freunde der Fitness und Gesundheit, ich habe heute überlegt, was ich jetzt zum Mittag essen sollte und hatte natürlich viele Auswahl, aber irgendwie habe ich Sushi vermisst. Und als Veganer kommt für mich natürlich nicht in Frage, Sushi in Form von irgendwie mit Ei oder mit Fisch zu essen. Und dann wird die Auswahl natürlich schon mal ein bisschen kleiner. Und ich hatte in den USA ja veganes Sushi probiert. Das war so gruselig, weil ich hatte aus Versehen den falschen Reis ausgewählt. Und zwar so einen schwarzen Wildkornreis. Und das schmeckte echt wie Schwarzbrot mit Avocado. So, und das ist natürlich auch zu essen, aber das ist nicht der Geschmack, den du dir vorstellst, wenn du Sushi orderst. Jetzt bin ich eben zu meinem Sushi-Händler hier gefahren und wollte gleichzeitig auch für meine Frau Essen holen, wusste nicht, was mache ich heute für sie, habe auch gesagt, was soll ich heute kochen, Schatz, und sie sagte, hat noch gar nichts gesagt, jetzt war ich also so ein bisschen unsicher, mache ich was für sie mit, nein, ja, war. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dort Sushi bestellt und zwar bin ich rein, ich sage, hallo, ich hätte gern was zu mitnehmen, aber ich bin vegan, also nicht vegetarisch, sondern vegan und ich hätte gerne Sushi. Was könnt ihr für mich machen, was ist da möglich? Und ich hätte gern Avocado, weil ich mag dieses cremige, diese guten Fettsäuren und das ist natürlich dann auch schön saftig. Und ich zeige euch mal, was ich geholt habe. Also erstmal, was nicht geht, ist eine Außenhülle mit Nüssen. Das geht nicht, aber wir haben hier Sesamsamen als Außenhülle. Und hier ist die Füllung, kann man das sehen? Das ist Gurke und Avocado, aber volles Pfund. Das Ding wiegt richtig was. Das habe ich zweimal. Dazu natürlich, man sieht es hier, Wasabi. Jetzt brauchte ich 3 Stunden, um den Namen zu finden. Wasabi. Dann habe ich vegane Mini-Frühlingsrollen geholt. Die sind mit Weißkohl und Karotten gefüllt. Und dazu gibt es natürlich jetzt hier, ist klar, Sojasauce. Dann gibt es lecker, Ingwer, meine Güte. Und meine Frau mag unheimlich gern so eine süße, rote, scharfe Soße, die aber mehr süß als scharf ist, um die veganen Mini-Frühlingsrollen einzutauchen. Und das habe ich jetzt zweimal geholt, also das jetzt hier auch natürlich, wie gesagt, zweimal, einmal für meine Frau, einmal für mich. Und ich habe bewusst darauf geachtet und extra mehrmals gesagt, bitte keine Mayonnaise rein, weil normalerweise wird das noch gemischt mit Mayonnaise. In diesem Fall ist es nicht. Extra ganz oft geguckt. Und habe für alles zusammen, für die ganze Tüte, also zweimal Fett Sushi, also 20 Sushi-Teile und Ingwer und Mini-Frühlingsrollen. 6 Stück an der Zahl. Reicht ja auch. Und alles dabei. 20 Euro gelassen. So. Mag der eine oder andere sagen jetzt, boah, voll teuer. Aber es ist... Ich muss das nicht selber machen, also es wurde gemacht, es ist gesund, es ist scharf, also es ist schön würzig und ich freue mich total drauf und ich wollte euch einfach daran teilhaben lassen, für alle, die jetzt sagen, vegan ist einseitig, dann darf ich ja da nicht mehr hin und darf ich da nicht mehr hin. Habe ich noch übrigens einen guten Tipp und zwar für alle, die Pizza vermissen, wir haben neulich einen Pizza-Flyer bei uns im Briefkasten gehabt, da war, ich glaube, Call a Pizza drauf. Und die hatten dann zwei Pizzen natürlich auch vegetarisch im Angebot. Zum Beispiel einer weiß ich ganz genau, das war die Fungi, also mit Pilze. Und da stand auch extra drunter, auch vegan zu bekommen. So, also kann man auch sagen, ich nehme eine schöne fette Fungi und mache mir mal ein paar mehr Champignons rauf und mache mir diesen veganen Käse schön ordentlich mit drauf. Wenn sie ihn nicht da haben sollten, kann man sich den auch selber raufmachen zu Hause noch zusätzlich. Und dann würde ich immer den Violife mit V wie Victor geschrieben, Violife empfehlen. Den gibt es als Mozzarella-Style, als Kräuter-Style, als Original. Und der ist echt wie so ein Scheiblettenkäse 1:1. Zu 90% gleich wie Scheiblettenkäse. Richtig lecker. Violife. Wahrscheinlich müsst ihr ihn im Internet bestellen, weil in Hamburg ist er schwer zu bekommen. Aber gut, vielleicht habt ihr eine andere Stadt, wo ihr rankommt. So, das war das. Und jetzt nochmal, wo man richtig geil vegane Pizza kriegt und die auch nochmal ausgezeichnet wurden als beste Pizza Hamburgs. Sogar, glaube ich, beste Pizza Deutschlands. Aber beste Pizza Hamburgs auf jeden Fall. Pizza Bande. Ich war noch nicht da. Meine Frau hat davon ganz viel erzählt
und fast alle zwei Tage sagt sie, hol wieder eine Pizza, hol. So, da ich ja natürlich noch auf Diät bin, ist jetzt Pizza als Diät-Food nicht die beste Wahl, aber vegan und ausgezeichnet. Also Pizzabande. Ich sag mal, Pizzabruder ist natürlich falsch. Ich kann mir den Namen irgendwie nicht merken. Pizzabande ist auch irgendwie komisch. Aber egal. Hauptsache, es schmeckt lecker und Hauptsache, es ist vegan. Ja, das sind so das, woran ich euch dran teilhaben wollte. Und auf diesem Weg alles Liebe, alles Gute, alles Gesunde. Freunde, und denkt dran, vom Salat schrumpft nicht der Bizeps. Lasst euch diese Scheiße nicht erzählen. Bis dann. Alles Liebe. Euer Sascha. Ciao. Ich muss da